Hallo beim Unglücks-Let's Play von The Long Dark, wo wir es einfach nie schaffen werden, diesen scheiß Bären zu besiegen. Ich habe schon mal eine Stunde geschlafen. Ich dachte mir, mache ich einfach mal. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Wir wollten nach hinten zu dem Haus gucken. Ja, wir haben voll das Glück. Ich merke schon. Ein Traum, der ist direkt links neben uns. Oh, sehr bombig. Naja. Schlaf mal noch ein bisschen. Ich vertrödel die Zeit. Das ist ein Traum. Ein Traum, ein Traum. Ein riesengroßer Traum. Aufheben. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Durst, aber es ist noch. Ich denke mal, wenn ich jetzt rausgehe, springt er mich sofort an. Das habe ich auch schon hier sehen. War das ein Gift bei Steam? Ist jemand aus der Haustür und da kam sofort der Wolf. Da hast du auch die Arschkarte. Okay, es ist schlechtes Wetter. Also es geht noch. Für Long Dark Verhältnisse und für Pleasant Valley ist das gutes Wetter. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Ludi-Ludi. Oh, sehr gut. Ja, Kondensmilch, immer geil. Obwohl ich, glaube ich, in so einer Situation nicht mehr so wählerisch wäre, wie ich meinen Kaffee trinke. So, die Leiche durchsuchen. Kreisen die eigentlich gar keine Geier mehr? In dem Modus? So. Jetzt gehen wir mal gucken, ob der Bunker da ist. Wenn ja, unser Glück. Was soll ich dafür eine Patrone vergeuden? Ja, ne? Was? Nein! Oh, wie schnell muss ich denn da bitte drücken? What? Von einem Wolf? Er kriegt wirklich, er kriegt die Macke. Er kriegt die riesengroße Macke. Von einem fucking Wolf? Nen Wolf. Ein Wolf. Okay, unsere Prozente waren nicht die geilsten. Ja. Okay. Ich würde sagen, der Part ging schon 2 Minuten und ist mir jetzt egal. So, weißt du was, Bär? Du kannst mich jetzt mal wirklich kreuzweise. Dann mache ich halt die andere Herausforderung gerade mal. Ist mir wirklich egal, wenn das Spiel. Nee, dann halt nicht. Also, na. So, wir fangen jetzt die neue Herausforderung an. Ey, wirklich. Ganz ehrlich. Nee. Nee. Vielleicht habe ich Scheiße geschossen. Ist mir egal. Gib dem Wolf die Schuld. Ist mir wirklich. Ist mir egal. So. Bist du die ein. Ach so, sehr cool. Bist du die einzige noch überlebende Person? Du musst es wissen, wenn du nur jemand ein Signal senden könntest. Finde die Leuchtpistole am Gipfel des Wolfsbergs, wo wir noch nie waren. Verwende sie auf der Spitze des Leuchtturms am Ort der Trostlosigkeit, wo wir auch noch nie waren. So, ich bin gespannt. Ich habe null Ahnung. Das kann jetzt nur noch besser werden. Zeit über 7 Tage. Geil! Hütte. Was ist das denn bitte für ein. Den hätte ich gerne. Ja, hier müssen wir übrigens hin. Hier müssen wir hin, wenn. 5 Stunden. Hier müssen wir hin, wenn wir im anderen Modus, ne? Oh, hier ist Holz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, wir müssen uns beeilen. 7 Tage. Okay, erstmal alt mitnehmen hier. Okay. Ja, wir müssen uns zwar beeilen, aber Sachen sollten wir doch mitnehmen. Ich bin jetzt schon am Überlegen, wo wir lang gehen am besten. Ob wir links oder rechts lang gehen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Aha. Sieht ja ganz passabel aus, muss ich sagen. Vielleicht könnten wir das ja noch ein bisschen reparieren. Haben wir Stoff? Ja. Okay, vielleicht sollten wir das nicht reparieren. Ist sogar gescheitert. Ich lasse es erstmal, solange es nicht mega Monster. Arschkalt ist. Magnesiumfackel, eine Gewehrpatrone. Das Gewehr nehme ich natürlich gerne mit. Danke. So, ja, der Safe. I don't know. Ich habe immer noch keine Ahnung. Gewehr. 3 Patronen. Antibiotika. Was sind das da? Ein Regal. Okay, hier ist Holz. Kiste.
Oh, ich sehe da was. Gewehrreinigungsputzdingens da. Was hat denn das für ein Zustand, das Gewehr? Das sieht sehr gut sogar aus. Sehr schön. Oh je, mit Zeitdruck ist ja eigentlich auch gar nicht meins, ne? Da ist eigentlich, ja, der Bär ist ja auch nicht meins. Von daher, So, Antibiotika, Verband, sehr gut, Energieriegel. Ich würde trotzdem irgendwie, wie viel Stoff haben wir denn? Nur ein. Wow. Ich meine, das ist halt okay. Ich würde wirklich gerne versuchen. Auch wenn eine Zeit klaut, ist mir ein bisschen egal. Okay. Ich würde gerne einfach ein bisschen wärmer haben. Das ist wichtig, denke ich mal. So. Hütte lootet. Ich überlege gerade wirklich, wo wir lang gehen. Und vielleicht sollte ich auch überlegen. Tragen. Sehe schon, da unten liegt ein Reh. Ich weiß nicht so recht, wo wir lang gehen. Am besten. Hier bleiben kann ich erstmal nicht. Das kostet zu viel Zeit. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, Zeug mitzunehmen. Wollen wir das Camp Office mitnehmen? Oder mehr links schon laufen? Ich habe immer noch das Gefühl, dass der Bär hinter uns her ist. Natürlich gibt es hier auch Bären. Aber halt nicht in der Art und Weise wie in dem anderen Modus. Ach, das ist nur ein. Das klang gerade wie ein. Komme hier, glaube ich, sonst nicht anders durch. Das klang gerade anders. Ach so, Werkzeuge kann man nicht, tatsächlich. Vergessen. So. Ich gehe unbeirrt weiter. Am besten da lang. Ist da nicht dieser Maxed Stand oder so? Wo waren der? Oder war der hier hinter? Oh je, meine. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was dieser Modus für uns übrig hat. Bestimmt nicht so viel. Wir haben aber auch ein Pech jetzt gehabt, ganz ehrlich. Erstens, wir brauchen das Handgelenk. Das träumt mich unnirgends von mal hier irgendwo rüber, wenn ich ehrlich bin. Dann jetzt der Wolfen. Das ist wirklich ein Träumchen. So, Fräulein, wäre nett, wenn du dir jetzt nicht irgendwas brichst, nur weil wir hochlaufen. Wäre wirklich geil. Wäre wirklich gut. Am wenigsten ist hier windstill. Warum auch immer. Ist es gerade windstill? Wir hatten es schon mal mit dem Brechen. Und ich finde die. Das sind alles Stellen, wo man mühelos hinkommt und auch wieder zurückkommt. Deswegen finde ich das ein bisschen blöd gemacht, wenn ich ehrlich. Oh Gott, habe ich erschrocken. Ah. Finde ich das wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd gemacht. Ist okay, ist okay. Oh Mann, wenn die immer so zittert. Sagt mir das da unten was? Ich habe wirklich jetzt Angst um uns und um unsere Knochen. Okay, ich sehe einen Wolf. Ich will aber auch nicht meine Patronen verschwenden, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn der jetzt? Da, läuft er. Da läuft der Gute. Aber mich würde interessieren, was wir hier für Modus haben. Ich würde gerne da lang. Wölfe sind manchmal so unberechenbar. Weißt du manchmal nicht, was du von denen halten sollst. Okay. Hier haben wir einen Beil. Andere Sachen, die wir gerade noch nicht.
Jetzt kommt der Wolf zurück. Wir sollten schnell mal von hier verschwinden. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier langkommen. Ich glaube es. Ich kann es aber nicht so sehr versprechen. Kommen wir da nicht vorne bei den Schienen raus? Ich weiß es gerade nicht genau. Oh, oh, oh. Ist auch schon ein Moment her. Ja, ich weiß. Ist gerade ein bisschen schlecht. Oh Mann. Wir dürfen uns ja auch nicht ewig ausruhen. Weil, wir haben keine Zeit. keine Zeit. Oh, wir haben eine Unterkühlung. Ja, grandios. Kaffee, glaube ich, richtig. Wenn sie mal ein bisschen schneller laufen würde. Es ist ja... Was ist denn das da hinten? Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Damn. Okay, wir sind ganz kurios hier laufen. Aber ist okay, ist jetzt nicht schlimm. Ist okay, alle Dude. Uns aufwärmen tun wir ganz schnell in dem Office, im Camp Office, würde ich sagen. Nur ganz kurz. Wir müssten eigentlich auch in der Nacht laufen, ne? In der Nacht laufen. Ganz ehrlich, das, boah, wird nicht geil, wird richtig mega ungeil, wird das. Das haben wir schon mal gemacht, ne, in der Nacht. Da haben wir diese Passage da überwunden, von Rätselsee zur Küstenstraße. Eieiei. Wie gesagt, wir werden es, denke ich mal, nicht schaffen beim ersten Mal. Ich muss mich erstmal auch hier dran gewöhnen. Denke ich. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und ich versuche mich jetzt nicht allzu lange in dem Haus aufzuhalten. Ich will nur ein bisschen looten. Und vielleicht ein bisschen, dass uns wärmer wird. Wäre ja auch ein Traum. Ich überlege auch gleich hier hinten lang zu gehen. Vielleicht wäre es sogar schlauer. Ich weiß es gerade nicht so genau. Genau, hier kommen wir nicht. Vielleicht finden wir irgendwo eine Lampe, wenn wir natürlich eine Lampe finden. Oder wir nehmen eine Fackel halt vom Feuer. So, sehr schön. Jetzt sind wir hier und können hier erstmal ein bisschen rumlooten. Eieiei. Eieieiei. Annika und Zeitdruck, das ist ja was Tolles. Oh, 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 ein Traum. Wo kommt denn jetzt hier diese Musik her? Ein Verband. Oh. Ist auch schon wieder... Habe ich vielleicht sogar eine Lampe mit und weiß es nur nicht? Nee, weiß ich nicht. Ein Brandbeschleuniger. Wie viele... 24 ist nicht gerade viel, muss ich sagen. Ist nicht gerade sehr viel. Habe ich denn jetzt hier gerade gehabt? Was ist denn das da? Ha! Ich sehe doch. So, hier drunter. Irgendwie nicht so. Na, jetzt steck auf. So, jetzt hier hinten. Sehr gut. Holz, 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 Holz. Ist immer gut. Das ist noch eine Schnur. Ich glaube, die brauchen wir gerade nicht. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass wir die brauchen. Ah ja, hier der Ersthilfekasten. Take it. Ja, nehme ich alles. Prima, noch ein Verband. Puh, ein Traum. Ein Traum. Oh, ja, eine Lampe. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Damit könnten wir tatsächlich ein bisschen weiter schaffen. Wir könnten versuchen, noch bis zum Zug zu kommen. Oder sogar bis zu den Baracken da hinten. Das wird ja... Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen utopisch, das Vorhaben, aber... Es ist Regal, Regal...
Okay, der Wollpulli. Kann man den drunter ziehen? Wie sieht es da aus? Gebrauch... nee, Moment. Dünner Wollpullover. Abgenutzter. Okay. Nee. Leider nicht, leider nicht. Ein Schlafsack. Noch ein Schlafsack. Tja, könnte ich mitnehmen für Stoff, ne? Man sieht das wirklich mega gut, alle Tier. Schmerzmittel, Schrank. Sehe ich hier noch irgendwas Relevantes? Komm, ich nehme erstmal mit, wird jetzt ja nicht. Naja, vielleicht wird es doch ein bisschen was wegnehmen. Okay. Taub, ja, ja. Möchte ehrlich gesagt nicht Zeit vertrödeln. Möchte ich wirklich nicht. Möchte keine Zeit vertrödeln. Huh, wir gehen weiter. Mal gucken, wie weit ich da jetzt komme. Ich hoffe, man hört die Geräusche von draußen, also von Real Life draußen nicht, weil ich hab das Fenster auf, weil so schön das Wetter ist. Oh, wie schön das jetzt aus. Ja, wir hatten schon mal schlimme Prozente. Erst ja die neue Grafik-Engine, ne, die das ein bisschen noch stimmungsvoller macht. Ich fand, das sah ja vorher schon gut aus, das Spiel. Wirklich hübsch. Sehr, sehr hübsch. So, ich hoffe, uns kommen jetzt hier nicht 5 Millionen Wölfe entgegen. Gerade bei dem Zug, da hat er immer einer rumgelungert. Und könnt euch noch daran erinnern, da hinten ist so eine Abzweigung und da sind so eine... Ja, ist wie so ein, wo diese blauen Container, diese Trailer da irgendwie rumstehen. Und nein, ich schleiche nicht, ich kann nur nicht schneller laufen. Und ich will meinen Zustand auch nicht gerade herausfordern. Man spawnt ja immer gleich, ne, bei den Herausforderungen, also spawnt man immer in der Hütte des Pelzjägers. Das wäre, also, glaube ich, sonst auch ein bisschen, unfair. Oh Mann, mit dem Bär nervt mich immer noch. Wie viel Pech kann man haben? Verknackst die sich ihr blödes Gelenk? Ich hätte wirklich gerne gewusst, ich glaube bei... Also bevor wir nochmal den Bär spielen, gucke ich mir mal ganz genau die Karte an und vielleicht, vielleicht hilft mir das ja ein bisschen weiter. Müssen hier ein bisschen aufpassen, weil hier lauern immer Wölfe rum. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht hier an die... an die Aktion. Wo wir von dem einen Wolf weggeschlichen sind. Völlig sneaky. Wo ich herausgefunden habe, dass das mit dem Schleichen... Da, genau, da haben wir rausgefunden, dass das Schleichen so ein bisschen kurios ist. Gerade sieht es hier noch ruhig aus, ne? Was ist denn da los? Da hinten ist der Wolf. Da sehen wir einen. So, natürlich nehmen wir den Zug hier mit. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den mit. Ja, unsere nette Leiche hier. Die natürlich leer ist. Sehr gut. Also ich werde auch weitergehen, denke ich. Ich bin schon wieder angespannt, Mann. Ach, das ist auch eine Leiche. Ein Wintermantel. Das ist ja ein großes Träumchen, ein Jagdmesser, das ist auch geil. Noch eine Fackel. Ach, schon wieder diese... Ich wollte mir eigentlich mal diese Notfallspritze angucken, ganz vergessen. Wollte ich mir angucken, bevor der Wolf uns massakriert hat. So, da hinten ist ein Wolf. Ich sehe ihn und ich glaube, wir kreuzen voll seinen Weg. Wir müssen bis nach ganz da hinten. So, ein bisschen aufpassen. Wenn nicht, schleichen wir halt. Wenn es dunkel wird, es tut mir leid, dann seht ihr gar nicht mehr. Ich sehe ja auch nicht viel. Ich weiß nicht, sehen die Tiere ein, wenn man halt so eine Fackel dann in der Hand hat oder so?
Bleib bloß da, du blöder Wolf. Die ziehen ja meistens immer ihre gleichen Kreise. Geh einfach mal hinter dem Stein lang. Ach, ich kann gerade nicht auf dich Rücksicht nehmen, Mäuschen. Tut mir leid. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen uns versuchen, in den paar Stunden in der Nacht sozusagen hochzupäppeln. Um dann in einer ganz großen Früh weiterzugehen. Ich hoffe, das klappt. Alles so, wie ich mir das gerade vorstelle. Könnte voll in die Hose gehen. Werde jetzt auch nicht mittendrin den Part beenden. Sieht das hier ein bisschen anders aus? Bin mir gerade unsicher. Aber die Trailer sind gerade die einzige Möglichkeit für uns, ein bisschen Energie zu tanken. Ohne komplett den Weg zu verlassen und vielleicht nicht weiterzukommen. Obwohl, wenn uns jetzt ein Wolf angreift, könnten wir das sogar überleben noch. Wir haben ja mehr Prozente diesmal, also unser Zustand ist wesentlich besser. Oh Gott, ich übersehe nichts. Ich sehe da oben ein Reh. Wenn ich das sehe, dann... Ja, wir haben Hunger. Es... Sollte ich doch vielleicht auch die Wölfe sehen, wenn die hier sind? Oh je. Oh Mann, die sehen so weit weg aus, ey. Schrecklich. Schrecklich, so weit weg. Waren die schon mal so weit weg? Damals kamen die mir nicht so weit weg vor. Oh Mann. Oh Mann, ich will doch da nur ankommen. Es wäre traumhaft. Ich habe Angst, hier was zu übersehen, weil es schon etwas sehr dunkel ist und man sieht kaum noch etwas. Ich habe den Wolf gehört. Auf dem rechten Ohr. Ich versuche es zu ignorieren. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Holzfällerlager. Sehr schön. So, und hier machen wir erstmal... Hui, hier gehen wir rein. Alter Schwede, so. Ich will auch gar keine Zeit verplempern, indem ich einfach blöd rumstehe. Ah, guck mal hier, ne? Ach, gut. Dann wärmen wir uns hier mal ganz kurz... Seit wann werden mir diese Dinger da unten angezeigt? Teig doch ausgestellt, was ist denn hier los? Na nü, da spielt jemand The Witcher 3 Wild Hunt. Kann ich gut verstehen. Super geiles Spiel. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mal gucken, wie weit wir kommen oder auch nicht. Bei unserem Glück kommen wir bestimmt nicht weit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.